Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben und zu einem weiteren Beitrag im Astro-Seminar des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt mit dem Begriff Asteroiden und Meteoriten. Das schreit natürlich förmlich nach der Frage aller Fragen. Ja, wie würden wir denn jetzt versuchen, so ein Teil abzuwehren, wenn es auf Kollisionskurs daherkäme? Das ist ja für jede Spezies eine zentrale Überlebensfrage, denn es geht ja nicht darum, ob uns so ein Ding irgendwann mal trifft, sondern nur darum, wann. Also wir sollten natürlich einen Plan in der Hinterhand haben, wie wir so ein Teil eventuell so weit abwehren, dass es halt eben gerade an uns vorbeischrammt. Da hatten wir schon eigene Vorschläge mal unterbreitet, in eigenen Videos. Auch mit Harry hatte ich auch mal so ein launiges Gespräch darüber. Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, dann würde ich Ihnen das empfehlen. Heute aber wird ein Fachmann des DLR Extraterrestrik in Bonn dazu erzählen, Christian Gritzner. Ich bin schon sehr neugierig, was der Kollege Christian hier auf der Pfanne hat an Abwehrmöglichkeiten. Aufnehmen durften wir in Köln, dankenswerterweise. Und dann bleibt mir nur noch viel Vergnügen zu wünschen. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zum Vortrag über Asteroidenabwehr. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft, allerdings sich der täglichen Erfahrung natürlich entzieht, weil es sehr seltene Ereignisse sind. Was es mit diesem ganzen Thema auf sich hat und wie wir uns eventuell davor schützen können, das möchte ich Ihnen in diesem Vortrag zeigen. In unserem Sonnensystem gibt es neben der Sonne, die den Hauptteil der gesamten Masse ausmacht, noch die Planeten, die Monde und eine Reihe kleinerer Körper, die Asteroiden und Kometen. Die Asteroiden werden auch Planetoide genannt, bestehen aus Gestein und Metall und die meisten von ihnen kreisen um die Sonne im Hauptgürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Dort befindet sich auch das größte Objekt, Ceres, mit fast 1000 Kilometern im Durchmesser. Alle anderen sind wesentlich kleiner. Die zweite Gruppe an Körpern, das sind die Kometen. Kometenkerne bestehen hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und verschiedenen anderen gefrorenen Gasen. Bisschen Staubbeimischung dabei. Und wenn sie in Sonnennähe kommen, sich erwärmen, dann verdampft ein Teil der Oberfläche und wir sehen einen langen Schweif am Sternenhimmel. Der Aufbau der Kometen ist hier nochmal in dieser Skizze gezeigt. Der Kernnukleus wird von einer Gaswolke Coma ummantelt, wenn sich das Ganze eben in Sonnennähe befindet. Die Coma wird aber von der Sonne dann so stark erhellt und strahlt das Licht zurück, dass wir von der Erde aus den Kometenkern nie sehen können. Dieses abgeströmte Gas und der Staub und auch dann die durch die Strahlung ionisierten Teilchen werden von der Sonne nach außen weggelenkt und man kann sogar manchmal drei Schweife unterscheiden, einen Ionenschweif, einen Wasserstoffschweif und einen Staubschweif. Die Kometenkerne können ein paar hundert Meter groß sein, die können aber auch in die Richtung 100 Kilometer Durchmesser reichen. Den größten, den wir bisher beobachtet haben, das war der Komet Hale-Bopp mit 40 Kilometern im Durchmesser. Die Coma ist schon wesentlich größer, die kann also so groß sein wie unsere Erde, 10.000 Kilometer bis 100.000 Kilometer auch. Und die Schweife, die können sehr, sehr lange werden, sogar bis zu 300 Millionen Kilometer. Das ist der zweifache Abstand Erde-Sonne. Die Kometen, die sind nicht in der Nähe der Sonne entstanden, sondern in den kühleren Bereichen, wahrscheinlich jenseits des Planeten Neptun. Man spricht dann auch von Trans-Neptunian Objects. Und dort war es also kalt genug, dass neben dem Wasser auch verschiedene Gase ausfrieren konnten in der Entstehungszeit des Sonnensystems und sich dann zu kleineren und dann immer größeren Körpern formen konnten. Wie die Planeten auch, haben die sich alle in einer Scheibe um die Sonne bewegt, denn bei der Entstehung des Sonnensystems strömt alles Gas und Staub ins Zentrum, das meiste in die Sonne hinein. Und weil die Masse ungleichmäßig zufällig verteilt war, hat sich irgendwann eine Drehrichtung ausgebildet und so dreht sich heute noch das Sonnensystem. In dieser Drehrichtung, in dieser Ebene sind auch diese Kometen, die Trans-Neptunian Objects, entstanden. Aber durch Zusammenstöße untereinander und Vorbeiflüge an den größeren Planeten
wurden viele von ihnen in ihrer Bahn geändert. Sie sind also entweder ins Sonnensystem hineingezogen worden, geschleudert worden, dann kollidiert mit den Planeten und der Sonne oder nach draußen. Und da vermutet man, dass in einem sehr weiten Abstand, 40.000-facher Abstand Erde-Sonne, sich eine ganze Wolke von Kometenkernen aufhält, die also keinen Schweif haben, die wir nicht sehen können von der Erde. Das nennt man die Oortsche Wolke. Wie schon gesagt, die Hauptbestandteile der Kometen ist Wassereis, gefrorene Gase, Staub, aber auch Kohlenstoffverbindungen. Und diese Kohlenstoffverbindungen, die sorgen dafür, dass die Kometenkerne sehr dunkel sind, so wie Steinkohle, richtig, richtig schwarz. Hier sehen wir ein Bild, das die Rosetta-Raumsonde aufgenommen hat, den Kometen Churyumov-Gerasimenko, der hier Aktivität zeigt. Wir erkennen also, wie hier Gas und Staub wegströmen vom Kometen in verschiedene Richtungen. Der Komet rotiert auch langsam in 12 Stunden einmal. Die Oberfläche ist also auch nicht glatt, wie man sich vielleicht so denkt, oder rund, wie man es von den Planeten kennt, sondern sehr rau, hier bestehend aus 2 Körpern, die zusammengefunden haben und aneinander gefroren sind. Ja, was wird mit den Kometen dann passieren im Laufe der Zeit? Ich hatte ja schon gesagt, dass sie viele in die Sonne gestürzt sind oder in die Planeten. Das passiert heute auch noch. Also Kollisionen mit Sonne, Planeten, Monden, das kann vorkommen. Das sind sehr seltene Ereignisse und die Wissenschaft war überrascht, als es dann tatsächlich mal zu einer Kollision kam, wie wir hier im Bild sehen. Da ist also 1994 der Komet Shoemaker-Levy 9 zerbrochen bei einem nahen Vorbeiflug am Jupiter, wurde auch aus der Bahn um die Sonne in eine Bahn um den Jupiter gelenkt und die Bruchstücke trafen ein Jahr später dann auf Jupiters Gasatmosphäre. Dann hatte ich schon gesagt, dass diese Körper, also die Kometen, herausgeschleudert werden können, auch heute noch aus dem Sonnensystem und dann quasi in dieser großen Entfernung stillstehen, also sehr lange brauchen, um überhaupt mal wieder zur Sonne und zu uns zu kommen. Was auch passieren kann, die dritte Variante ist, dass sie bei den Annäherungen an die Sonne nicht nur erwärmt werden und Material verdampfen, sondern dabei auch zerbröseln, zerbrechen. Kometen sind sehr, sehr zerbrechlich aufgebaut, also mehr wie ein Schneeball als ein Eisstück. Und wie wir hier in dem großen Bild erkennen können, da sehen wir also die Koma des Kometen Linear. Der Kometenkern sitzt hier irgendwo mittendrin. Und wenn man hier dieses Bild noch vergrößert, diesen Ausschnitt, da sehen wir ganz viele kleine Kometen. Und das sind also Bruchstücke des Hauptkörpers, die sich abgelöst haben und hier nach vorn und auch nach hinten wandern und jeweils wieder einen kleinen eigenen Kometen bilden und auch Material verdampfen. Und das ist dann wie eine Kettenreaktion, das geht immer schneller und der Komet kann sich dann also auflösen. Auf seiner Bahn um die Sonne herum bleiben dann also Staubreste noch übrig und das sind dann typischerweise Sternschnuppenschauer, die wir dann sehen, wenn die Erde durch diese frühere Bahn des Kometen hindurchfliegt und mit den Staubteilchen zusammenstößt. Die Asteroiden, der Name sagt Asteroid, also sternähnlich, auch Planetoiden, planetenähnliche genannt, die hat man so bezeichnet, weil früher im Teleskop die nur als kleine Lichtpunkte, also wie Sterne, zu erkennen waren, sich aber im Laufe der Zeit bewegt haben gegenüber den Fixsternen, die immer die gleiche Position haben. Früher hat man das Ganze dann mit Fotoplatten aufgenommen, also einen Himmelsausschnitt längere Zeit belichtet, paar Minuten, vielleicht eine Stunde, hat das Teleskop so bewegt, dass die Erddrehung ausgeglichen wurde. Man hat also die Sterne als Punkt abgebildet, aber ein Asteroid, der jetzt in dieser Zeit sich ein Stück weiter bewegt hat am Himmel, der hat eine Strichspur gemacht. Man konnte dann, wenn man genau wusste, wann man die Aufnahme begonnen hatte, über den End- und Beginnzeitpunkt 2 Positionen messen. Rein theoretisch braucht man 3 Positionen eines Körpers im Sonnensystem, um seine Bahn zu bestimmen. Mathematisch gesehen, in der Praxis brauchen wir einige hundert, da wir doch Messungenauigkeiten haben und das ausgleichen müssen. Mit CCD-Technik wird seit den 90er Jahren das dann so gemacht, dass man den gleichen Himmelsausschnitt mehrfach pro Nacht, typischerweise 3-mal, abscannt und dann schaut, was hat sich da verändert. Das Ganze wird von Computern automatisch gemacht und von Wissenschaftlern dann nochmal genauer betrachtet. Und da werden dann also Pixelfehler, andere Objekte, Satelliten und so weiter raussortiert, sodass man tatsächlich nur
die Asteroiden übrig behält und die Bahn dadurch durch die Positionsmessung bestimmen kann. Es gibt sehr, sehr viele Asteroiden im Sonnensystem. Derzeit ist fast 1 Million Objekte bekannt. Davon kommen 20.000 der Erde immer wieder nahe. Man unterscheidet auch mehrere Gruppen. Den Hauptgürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter hatte ich schon erwähnt. Das kann man hier sehen. Hier ist die Bahn des Planeten Mars und hier außen die Bahn des Planeten Jupiter. Und hier ist der Bereich des Asteroidenhauptgürtels. In diesem Bild sind allerdings jetzt die erdnahen Asteroiden dargestellt, die weiter ins innere Sonnensystem sich bewegen und eines Tages durchaus mit der Erde auch mal kollidieren können, wenn einige Parameter der Bahn stimmen. Die geschätzte Masse aller Asteroiden im Sonnensystem ist relativ klein, maximal ein Tausendstel der Erdmasse. Was wir ab und zu auf der Erde finden, sind Meteorite. Das sind also Bruchstücke von Asteroiden, die auf die Erde heruntergefallen sind und den Flug durch die Atmosphäre überstanden haben. Da hat man also tatsächlich Material vorhanden, was man im Labor untersuchen kann, was aus dem Weltraum kommt. Jetzt hat man festgestellt, dass man bei den Meteoriten verschiedene Gruppen hat, die sich unterscheiden. Hier ist also jetzt die Helligkeit, die Reflektivität aufgezeichnet, von wenig bis viel. Und hier drüben die Wellenlängen, also quasi die Farben, die wir hier sehen können. Unser Sichtbereich ist natürlich recht klein, das geht hier weiter. Und wir sehen die kohlenstoffreichen Asteroiden, also das gibt es auch, Steinasteroiden mit Kohlenstoffanteilen, die sind sehr dunkel. Steineisenobjekte sind dann heller, haben auch in dem Spektrum diesen Verlauf hier ansteigend. Dann gibt es noch sogenannte Eukrite und Aubrite, die also entweder so einen Zackenverlauf haben oder noch deutlich heller sind. Und jetzt ist die Frage, gibt es sogenannte Mutterkörper im Sonnensystem, wo diese Objekte, die Meteorite, herstammen? Und hier hat man tatsächlich Ähnlichkeiten entdeckt. Die sogenannten C-Typ-Asteroiden, also auch, das passt ja zusammen, C für kohlenstoffreich, haben einen ähnlichen Verlauf. Die metallischen und die Steinasteroiden auch. Das passt alles gut zusammen. Asteroid Vesta, der zweitgrößte im Sonnensystem, der hat also diesen Zackenverlauf wieder hier, der auf eruptiv, also vulkanisches Gestein hindeutet. Und dann gibt es noch die E-Typen, die mit den Aubriten ganz gut zusammenpassen. Es gibt hier allerdings eine Verschiebung. Bei den Asteroiden sehen wir doch einen leicht anderen Verlauf und auch hier die Reflektivität ist etwas verschoben. Das kommt daher, dass wir die Meteorite im Labor durchschneiden und ins Innere reingucken, während wir bei den Asteroiden im Weltraum die Oberfläche sehen. Die Oberfläche ist ja Millionen schon der kosmischen Strahlung, der Sonnenstrahlung, der Wärme und Kälte ausgesetzt und hat sich dadurch verändert. Also ähnlich wie ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch mit der Zeit vergilbt, so machen das die Asteroiden in den Jahrmillionen auch. Und deswegen gibt es hier kleine Unterschiede. Um diese Körper, die Asteroiden und Kometen genauer zu untersuchen, hat man Raumsonden dorthin geschickt, schon seit den 80er Jahren, um eben sich diese Körper genauer anzugucken. Wir hatten ja gehört, dass bei den Kometen, hier sehen wir den Kometen Halley aus knapp 600 Kilometer Entfernung, dass wir diese Körper gar nicht sehen können von der Erde. Deswegen ist es also hier notwendig gewesen, relativ nahe vorbeizufliegen. Das ist allerdings auch etwas riskant. Damals wurde sogar eine ganze Flotte von Sonden dorthin geschickt. Das Riskante ist, man fliegt hier mit relativ hoher Geschwindigkeit vorbei an dem Kometen, der ja Staubpartikel abströmen lässt, die gegenüber dem Kometen ganz langsam sind, sich da so verteilen. Aber wenn da jetzt eine Raumsonde schnell durchfliegt und die Giotto-Raumsonde der ESA hatte damals an die 60 Kilometer pro Sekunde Relativgeschwindigkeit. 60 Kilometer in einer Sekunde, das ist eine unglaublich hohe Geschwindigkeit. Und dann im Bereich des nahen Vorbeiflugs, 600 Kilometer entfernt, hat tatsächlich ein Staubteilchen die Kamera getroffen und die war dann kaputt. Also wir hatten, das ist eine der letzten Aufnahmen, die wir hier gewinnen konnten. Ansonsten war das alles sehr erfolgreich und man hat sehr viel gelernt über diese Objekte. Die Asteroiden wurden auch schon früh besucht, zum Beispiel, also das sind hier nur einige ausgewählte Missionen. Die Near-Shoemaker-Raumsonde hat den Asteroiden Eros ein Jahr lang umkreist auf einer Umlaufbahn. Eros ist relativ groß mit 33 Kilometern Länge und man hat also auch hier sehr, sehr viel über die
Gesteinskörper erfahren. Interessant ist jetzt natürlich, Materialproben von diesen Körpern zur Erde zu holen. Aber man kann sich vorstellen, das ist sehr aufwendig. Eine Raumsonde auf einer schnellen Bahn da vorbeizuschießen, das ist das Einfachste. Dorthin zu fliegen, abzubremsen und dann den Körper zu umkreisen, das ist schon deutlich schwieriger. Und wir brauchen auch hier zum Abbremsen Treibstoff. Wenn wir Treibstoff mitnehmen, können wir weniger Nutzlast mitnehmen, also weniger Messinstrumente. Da muss man halt genau auskundschaften, was da die optimale Lösung ist. Und was dann noch schwieriger ist, tatsächlich hier einen Stein aufzusammeln und wieder zur Erde zu bringen. Das hat man mit der Stardust-Mission, sagen wir mal so, ähnlich versucht. Man ist hier zu einem Kometen geflogen, WILD 2 heißt der, und hat dann mit einem Handschuh, mit einem sogenannten Aerogel, also ein luftgeschäumtes Material, Staubteilchen aufgefangen. So diese Staubteilchen, die hier die Kamera zerstört haben, die wurden hier eingesammelt, bremsten in diesem Schaum ab und waren dann quasi da drin gefangen. Dieser Handschuh wurde dann zurückgeklappt in eine Kapsel und die Kapsel wurde auf die Erde abgeworfen. Das hat also funktioniert und man konnte tatsächlich diese Staubproben untersuchen. Auf dem Flug zum Kometen hatte man vorher den Handschuh schon in verschiedene andere Richtungen gehalten und gehofft, und das ist, was der Name sagt, Stardust, dass man Sternenstaub, also Staub von anderen Sternen, auffängt. Inzwischen hat man also an die 100.000 Staubteilchen identifiziert und untersucht die jetzt. Ja, natürlich erstmal am Computer die Bilder und schaut, was interessant ist. Und man vermutet, dass man vielleicht 10 Teilchen gefunden hat, die von anderen Sternen stammen. Eine ganz große Mission war die ESA-Mission Rosetta. Man hat hier eine Raumsonde zum Kometen Churyumov-Gerasimenko geschickt. Die hat den Kometenkern umkreist und dann einen kleinen Länderfilet abgeworfen, der auf der Oberfläche dann landen sollte und Messungen machen sollte. Das hat also auch alles prima geklappt. Und als Größenvergleich, um zu sehen, wie groß dieser 3 Kilometer große Komet ist, hier die Raumstation rauf retuschiert sozusagen, so groß wie ein Fußballplatz. Die Landung der Sonde Philae hat teilweise funktioniert, also sie ist tatsächlich am Kometenkern unten angekommen, allerdings nicht an dem ersten Landepunkt, wie man es wollte. Da haben 2 Systeme versagt, die die Landung machen sollten. Die Sonde wurde zwar gebremst, aber ist quasi wieder abgeprallt, hochgesprungen und mehrfach aufgesetzt, bis sie schließlich irgendwo an einem Eisblock im Schatten zu liegen kam. Hier sehen wir noch ein Stück eines Landebeins, hier noch ein Stück Antenne. Die Sonde hat aber funktioniert, die war nicht beschädigt, hat Aufnahmen gemacht, Fotoaufnahmen, verschiedene Messungen und hat mit Batterien gespeist eine Woche lang ihr Forschungsprogramm abgefahren, die Daten zur Muttersonde geschickt und die hat sie dann zur Erde geschickt. Die Idee war, mit Solarzellen, die auf der Oberfläche sind, Akkus wieder aufzuladen. Das hat allerdings nicht richtig funktioniert, weil die Sonde im Schatten lag. Nach dieser einen Woche Messungen war es dann also leider zu Ende. Man wusste auch nicht, wo die Landesonde gelandet ist. Man hätte auch suchen können, aber das war nicht Ziel der Wissenschaftler. Die wollten den Kometen studieren und man hat dann gesagt, ist auch nicht wichtig, wo die liegt. Und einen Monat vor Ende der Mission, im September 2016, da wurde Philae auf diesem Bild durch Zufall entdeckt. Man hat also hier einen großen Bereich des Kometen fotografiert. Das ist in dieser Ecke des einen Körpers. Und hier sieht man so einen Strich und rausvergrößert, da sieht man, wie Philae auf der Seite liegt. Hier die Sonde mit den 3 Beinen, die man so erahnen kann. Also tatsächlich hier zwischen den Eisblöcken im Schatten liegend. Die Antenne zeigte hier in diese Richtung, konnte also auch nicht sehr gut zur Muttersonde schauen. Noch so ein paar Daten zur Mission. Hier hat man mal den Kometen auf eine Stadt gelegt, auf Paris, um so einen Eindruck zu haben, wie groß dieser Körper im Vergleich mit einer Stadt ist. Man hat später herausgefunden, dass dieser Komet, der so anfangs aussah wie so eine Badeente, aus 2 Körpern besteht und nicht ein Körper war, der hier sich irgendwie verändert hat. Die Oberfläche ist rau und schroff. Interessant ist auch, die direkte Oberfläche ist relativ fest. So einige Zehner Zentimeter ist das also tatsächlich wie Eis. Und darunter ist das Ganze eher wie Schnee zu sehen.
Das kommt daher, dass bei Erwärmung der Kometenoberfläche durch die Sonnenstrahlung bei einer Annäherung das Material ja nicht unbedingt schmilzt. Also schmelzen tut es im Weltraum wegen dem Vakuum nicht. Es würde sofort verdampfen, aber es erwärmt sich und wenn es dann abkühlt, dann friert es wieder fester. Und das ist so ähnlich wie das Sintern von Metallpulvern. Das Material wird dann sehr fest in diesem Bereich direkt an der Oberfläche. Was also nicht wegdampft, das verfestigt sich. Die Staubteilchen hingegen, die also durch die Gase mitgeschleudert und weggezogen wurden, die wurden von der Muttersonde auch eingesammelt. Da hat man einfach so ein Blech rausgehalten, eingefangen, was da rumschwebte und das wieder reingezogen, unter einem Mikroskop betrachtet und hat festgestellt, dass die sehr, sehr zerbrechlich sind, diese Staubteilchen. Teilweise wurden die sogar zerbröselt, wenn das Mutterschiff nur ein kleines Steuermanöver mit den Triebwerken gemacht hat. Man hat nachgewiesen, dass es in dem Kometen Wassereis gibt. Man hat also verdampfende Wassermoleküle beobachtet und auch verschiedene organische Moleküle. Natürlich die Bausteine des Lebens, nicht das Leben selbst, also keine Viren oder Bakterien. Das hat man natürlich nicht gefunden, aber die Grundbausteine, verschiedene Moleküle sind dort vorhanden. Man könnte sogar sagen, diese organischen Moleküle, wenn man die hier am Boden riechen würde, würde es stinken wie im Labor bei Versuchen. Das Volumen ist 21 Kubikkilometer, die Masse auch sehr, sehr hoch und die Dichte des festen Materials in der oberen Kruste liegt bei 1,5 bis 2 Gramm pro Kubikzentimeter. Der gesamte Komet hergenommen hat im Durchschnitt eine Dichte, die kleiner ist und bei einem halben Gramm pro Kubikzentimeter liegt, also die halbe Dichte von Wasser. Das bedeutet, dass der Komet im Gesamten eine hohe Porosität hat, also viele kleine Hohlräume, die natürlich leer sind, Vakuum enthalten und deswegen die Dichte so gering ist. Rotationsdauer etwa 12 Stunden, auch die ändert sich mit der Zeit, je nachdem wie die Gase abströmen bei einem Vorbeiflug an der Sonne. Der Komet hat auch kein eigenes Magnetfeld, das war ein Magnetometer mit an Bord, auch in der Landesonde Philae. Und ich glaube, die einzigen Wissenschaftler, die sich über diese Hopser gefreut haben, das waren die Forscher mit dem Magnetometer, denn die hatten 4 Messpunkte an 4 verschiedenen Stellen auf dem Kometen, konnten dann nachweisen, der Komet selbst hat kein Magnetfeld. Allerdings das Magnetfeld, was man gemessen hatte, ist das gewesen von der Sonne und andere Felder entstehen dort im Kometenumfeld durch die Interaktion des Gases und des Staubs mit der Sonnenstrahlung und mit dem Sonnenwind, mit den geladenen Teilchen. Also eine sehr komplizierte Sache, da passiert doch einiges und das konnte man hier aus der Nähe untersuchen. Eine interessante weitere Mission, allerdings zu den beiden größten Asteroiden im Sonnensystem, Ceres und Vesta, war die Dawn-Mission der NASA. Hier waren auch deutsche Wissenschaftler beteiligt. So kamen die beiden identischen Kameras hier aus Deutschland. Man konnte also die beiden Asteroiden jeweils einige Zeit lang, einige Monate umkreisen und ist dann von dem ersten wieder weitergeflogen zum nächsten. Dort ist die Raumsonde dann am Schluss, am Ende der Lebenszeit geblieben. Hier auf diesem Bild von Ceres, dem größten Asteroiden, da sehen wir jetzt ein Mosaik aus Aufnahmen, wo die Farben künstlich geändert wurden. Das machen Wissenschaftler, um verschiedene Kontraste hervorzuheben, Unterschiede an der Oberfläche zu verdeutlichen. Und man kann also hier schön erkennen, manches Material der gleichen Farbe ist vielleicht hier verteilt und in anderen Bereichen gar nicht vorhanden. Was man in einem Krater entdeckt hat, waren sehr helle Flecken, die im Original, also hier Schwarz-Weiß-Bild, weiß waren, wie Schnee. Aber man hat das genauer untersucht, das ist kein Schnee, das ist kein Wassereis. Kam dann darauf, das sind verschiedene Salze, die sich hier angesammelt haben. Und die Theorie ist, dass hier quasi so kleine Geysire sind, Risse in der Oberfläche, wo anscheinend Wasser, was dicht unter der Oberfläche als Eis vorhanden ist, manchmal bei Erwärmungen oder bei tektonischen Aktivitäten hier herausströmt und Salze mitreißt. Die landen allerdings in der Nähe wieder, fallen darunter, rieseln also wie Schnee herab.
und lagern sich dann an diesen Stellen an. Das hat man also von der Erde aus überhaupt nicht gesehen. Der ganze Asteroid war als kleiner Lichtfleck vom Hubble Space Telescope nur aufgelöst, mehr konnte man nicht erkennen. Und dass es sowas gab, war auch eine große Überraschung. Die Japaner haben 2 Raumsonden gestartet zu Asteroiden Hayabusa 1 und 2. Die Hayabusa 1-Mission ist schon einige Jahre, 10 Jahre zu Ende. Hier hatte man versucht, eine kleine Staubprobe zur Erde zu bringen. Man wollte auf dem Asteroiden fast landen, also sich ganz nah auf ein paar Zentimeter annähern und dann mit einer Kunststoffkugel, die man runterschießt, Staub aufwirbeln und den einsammeln. Das hatte leider nichts aus technischen Gründen so richtig funktioniert. Die Raumsonde hat wohl für eine halbe Stunde eine unabsichtliche Landung gemacht, ist also tatsächlich auf den Asteroiden runter, ohne diese Kugel abzuschießen und dann wieder zurückgestartet automatisch. Die Techniker haben das Ganze wieder in den Griff gekriegt und konnten dann die Raumsonde wieder zur Erde bringen und eine Kapsel dort landen. Und man hat gehofft, dass da vielleicht durch Zufall ein bisschen Staub eingefangen wurde. Und das war tatsächlich so. Ein paar kleine Krümel hatte man zurückgebracht und die wurden dann im Labor untersucht. Für Hayabusa 2 hatte man vieles gelernt und verbessert. Man hat hier auch Landesonden, 4 Stück, mitgenommen, die dann abgesetzt wurden. Der Start war 2014. Und eine der 4 Landesonden namens Maskott stammt hier aus Deutschland. Das hat auch alles prima geklappt. Und jetzt sollen Materialproben, 2 Stück, die genommen wurden, wieder zur Erde zurückgebracht werden. Die Sonde ist da wird im Dezember diesen Jahres 2020 hier auf der Erde erwartet. Und da sind die Wissenschaftler schon sehr gespannt, die Materialproben zu untersuchen. Hier sehen wir ein Bild von Maskott ohne die Außenverkleidung. Man kann also hier reingucken. Diese Sonde hat verschiedene Instrumente mit dabei und einen Schwungmechanismus innen drin, sodass man die Raumsonde, wenn sie halt auf einer falschen Seite liegt, kippen kann, wieder gerade stellen kann. Theoretisch könnte man sie auch damit springen lassen, auf diesem kleinen Körper mit ganz geringer Schwerkraft. Das hatte man dann aber doch nicht gemacht, aus Sicherheitsgründen. Die Messungen haben sehr gut funktioniert. Und hier sehen wir zum Beispiel eine Aufnahme der Oberfläche des Asteroiden. Die ist also richtig felsig und man sieht interessanterweise hier auch keinen Staub. Und man vermutet, dass durch die geringe Schwerkraft und die Rotation und Effekte wie Strahlung und Teilchen von der Sonne, dieser Staub mit der Zeit weggeblasen wurde, der vielleicht sich da mal angesammelt hatte. Die NASA hat eine Mission unterwegs, OSIRIS-REx, die ist zum Asteroiden Bennu gestartet und das ist ein C-Typ-Asteroid, also mit Kohlenstoffbeimischung, sehr dunkel, 500 Meter im Durchmesser. Auch hier soll eine Probe entnommen werden. Das soll im Oktober 2020 passieren und danach dann der Rückflug zur Erde, sodass die Landung 2023 erfolgen wird. Ja, Meteorite hatte ich Ihnen schon erzählt, sind interessant für die Wissenschaft, weil sie echte Proben sind von den Asteroiden. Mit den Schwierigkeiten, die ich Ihnen erzählt hatte. Hier nochmal ein Bild, wie solche Fälle auch beobachtet werden. Man hat hier in Mitteleuropa ein Kameranetzwerk aufgebaut, das Fireball Network, in Tschechien, in Deutschland, Österreich, in anderen Ländern. Und diese Kameras sind sogenannte All-Sky-Kameras. Die schauen bei gutem Wetter den ganzen Himmel an. Mit einer kompletten Aufnahme sieht man hier den Himmel. Ist natürlich alles verzerrt. Die Kamera steht starr am Boden, man sieht also die Erddrehung hier insofern, dass die Sterne verwischt werden, während sich die Erde dreht, also die Belichtung läuft die ganze Zeit. Und wenn jetzt hier so eine Sternschnuppe dazwischen fliegt, plötzlich quer dazu und recht hell, dann weiß man, hier ist was gewesen. Die Kameras am Boden überlappen sich in ihrem Sichtbereich auch, sodass man hier meistens 2 Aufnahmen hat. Und man kann dann die räumliche Bahn in der Atmosphäre berechnen. Man weiß dann ungefähr, wo ist dieser Körper runtergefallen. Und wenn man dann noch einrechnet, wie die Luftfeuchtigkeit war, die Temperatur, die Windgeschwindigkeit und alle möglichen Parameter, dann ist es also tatsächlich schon mehrfach geglückt, dass man einen Meteoriten, den man vorher hier fotografiert hatte, gefunden hat. Zum Beispiel der Meteorit Neuschwanstein, der in den Alpen runtergefallen ist. Wenn die Objekte jetzt größer sind als kleine Steine,
also mehrere Kilogramm wiegen und in der Atmosphäre zerrissen werden, machen sie das eben in einem Lichtblitz, in einer Explosion. Wenn sie größer sind und tiefer in der Atmosphäre, dann kann man auch einen Knall hören. Das ist aber dann ein Überschallknall, der mehrfach stattfindet, weil also die Orbitalgeschwindigkeit der Satelliten ist etwa 30-fache Schallgeschwindigkeit, bei Asteroiden und Kometen noch deutlich mehr. Und das Objekt hat also diese Anfangsgeschwindigkeit, wird gebremst und dann quasi von seinem eigenen mehrfachen Überschallknall auch überholt. Man hat also so den Eindruck, dass es ein Donnergrollen ist, was man hier hört. Sind diese Objekte einige Meter groß, so wie ein Zimmer, dann können da schon Energien freigesetzt werden von einigen Kilotonnen TNT, was einer kleinen Atombombe entspricht. Das ist also alles die Bewegungsenergie und die Masse dieses Körpers. Oft passiert sowas aber auch über den Ozean oder abgelegenen Gegenden, wird von Menschen nicht direkt beobachtet. Die USA betreiben ein Satellitennetzwerk, die DSP-Satelliten, Defense Support Program. Da werden Raketenstarts, Explosionen in der Atmosphäre, also alles, was heiß ist, beobachtet. Und man sieht natürlich dort auch solche Explosionen in der Atmosphäre. Im Zweifelsfall, das passiert so etwa 30 Mal im Jahr, wenn man nicht genau weiß, ob das jetzt eine versteckter Atombombentest war oder doch ein natürliches Objekt, kann man ein Flugzeug durch diese Staubwolke schicken in einigen Kilometern Höhe und diesen Staub einsammeln. Ganz wenig ist das nur, aber es reicht, um ihn zu untersuchen mit einem Geigerzähler, ob er radioaktiv strahlt oder nicht. Und wenn er das nicht tut, dann war es ein natürliches Objekt. Und das ist bisher immer der Fall gewesen. Eine tatsächlich große Explosion in der Erdatmosphäre gab es 2013 über Russland, über dem Ort Chelyabinsk. Dort ist in 10 bis 20 Kilometer Höhe ein Objekt in die Atmosphäre eingetreten. Hier von einer Dashkamera aus dem fahrenden Auto sieht man tatsächlich, wie so ein Körper hier immer heller wird und quasi dann explodiert am Horizont. Man hat das also als sehr starken Knall auch gehört. Und tatsächlich war das Objekt über der Stadt Chelyabinsk so niedrig, dass die Druckwelle, die dann bei der Explosion entstanden ist, die Stadt getroffen hat und ganz viele Fensterscheiben zerstört hat und auch ein paar Wände eingedrückt hat. Durch die Glassplitter der zerborstenen Fenster sind 1500 Menschen verletzt worden, zum Glück keine Toten. Aber das war schon ein ganz beachtlicher Einschlag. Man hat nur kleine Bruchstücke des Objektes gefunden, was so etwa 17 Meter im Durchmesser war, wenn man ausgerechnet hat. Ganz am Ende der Flugbahn in einem See, da ist dann noch ein 500 Kilogramm schweres Stück runtergefallen und das konnten dann Taucher aus dem See bergen. Hier sehen wir so ein paar kleine Bruchstücke und hier die Rauchspur, die der Asteroid hinter sich hergezogen hat. Hier im Vergleich mit einer Boeing 747, das war der Chelyabinsk-Asteroid. Und hier dieser Asteroid, 30 Meter groß, der ist am gleichen Tag an der Erde auch relativ nah vorbeigeflogen. Da wusste man nicht, gehören die zusammen? Und man hat festgestellt, die Bahnen waren komplett unterschiedlich, das war nur Zufall. Ein anderer Fall, den Menschen auch nicht beobachtet haben, ist 2018 passiert, als über der Beringsee ein Objekt in die Atmosphäre eingetreten ist. Wettersatelliten haben das beobachtet, japanische und amerikanische. Und man sieht hier auf dem Bild den eigentlichen Feuerball, die Rauchspur, hier nochmal eine andere Aufnahme. Und interessanterweise, weil die Sonne sehr flach stand, sieht man diese lange Rauchspur als Schatten auf der Wolkenschicht, hier auch genauso. Der Eintritt ist hier fast senkrecht erfolgt. Der Durchmesser war 10 Meter im Durchmesser mit 1400 Tonnen Masse, was etwa einer Energie von 173 Kilotonnen TNT entspricht, also etwa die zehnfache Energie der Hiroshima-Atombombe. Hier nochmal eine Übersicht über die Luft- oder Atmosphärenimpakte, Einschläge der Jahre 88 bis 2019. Und hier drüben ist der Impact von der Beringsee zu sehen und hier drüben das Chelyabinsk-Ereignis. Man sieht also auch hier, die Einschläge in der Atmosphäre sind zufällig verteilt. Es gibt keine Häufung irgendwo und auch die Größen verteilen sich zufällig.
Ein deutlich stärkeres Ereignis hat 1908 in Sibirien stattgefunden, in der Gegend Tunguska. Da ist auch in der Presse schon viel berichtet worden drüber. Damals gab es ein paar Augenzeugenberichte, fern St. Petersburg. Da hat das irgendwie damals keinen so richtig interessiert. Ein Forscher wurde aufmerksam. Der hat dann gesagt, Mensch, das könnte doch ein Einschlag sein, wie bei dem Krater, den es in den USA gibt, der Beringer Krater, den man kurz vorher identifiziert hat als Einschlagskrater. Also die Meteorite, wenn sie groß sind, das war bekannt, können tatsächlich einen Einschlagskrater machen. Der wollte dann los, der Wissenschaftler, aber es waren unruhige Zeiten. Erst 19 Jahre später konnte er eine Expedition starten, selbst mitreisen. Und in der fernen Gegend dort hat er keinen Krater gefunden. Das Einzige war ein riesiges Waldgebiet, wo die Bäume plattgedrückt am Boden lagen, von einem gedachten Zentrum aus alle nach außen. Das Ganze wurde dann aufgenommen, gezeichnet. Dieses Gebiet, so ein bisschen wie ein Schmetterling, hat man hier mal auf London gelegt, um einen Größenvergleich zu haben. Also hier war das Explosionszentrum und die Bäume, die lagen dann alle so nach außen weg. Und in der Mitte standen einige Bäume noch aufrecht, so wie hier zu sehen, wobei das etwas jüngerer ist. Da kam der Druck der Explosionsdruckwelle von oben und das konnten die Bäume ganz gut vertragen. Die Äste waren natürlich abgerissen, aber hier weiter draußen, wo dann die Druckwelle schräg kam, da wurde alles umgeworfen. Man wusste nicht, was da passiert ist. Und inzwischen geht man davon aus, dass ein relativ lockeres Objekt von vielleicht 30 bis 60 Metern Durchmesser dort in die Atmosphäre eingetreten ist, die Druckwelle den Boden erreicht hat und dort diese Zerstörung angerichtet hat. Die Hochrechnungen aus dem Zerstörungsgebiet deuten darauf hin, dass hier eine Explosion von 3 bis 5 Megatonnen, also 3000 bis 5000 Kilotonnen TNT stattgefunden hat. Hier nochmal in den Schemata ist dargestellt, wie man sich so einen Einschlag vorstellen kann. Bei einem kleineren Objekt, das wird hier in der Atmosphäre dann zerbrochen, so wie bei Chelyabinsk. Trümmer fliegen weiter, die Druckwelle kann auch hier den Boden noch erreichen, ist allerdings sehr schwach. Ist das Objekt größer, dann können also die Bruchstücke tatsächlich auch Einschlagskrater hervorrufen. Da gibt es tatsächlich so eine Streuellipse, ein Kraterfeld, das gibt es mehrfach auf der Erde. Und wenn die Objekte noch größer sind oder auch aus Eisen und Nickel bestehen, sehr fest sind und eine hohe Dichte haben, dann können die tatsächlich den Erdboden erreichen und einen Krater schlagen. Dabei wird das Objekt fast komplett verdampft und zerrissen. Auch Bodenmaterial, so vielleicht das Hundertfache der Masse von diesem Objekt, wird auch verdampft und das Material nach außen weggeschleudert. Der Rand klappt sozusagen um und wir haben so einen ganz typischen Einschlagskrater, wie wir ihn hier sehen. Je nach Größe und je nach Geologie können wir also tatsächlich auch einen Zentralberg in der Mitte beobachten. Das sieht man übrigens auch auf Bildern vom Mond. Das ist allerdings schon bei sehr großen Einschlägen im 10er-Kilometer-Bereich dann erst der Fall. Ja, der Beringer Crater oder Meteor Crater, Arizona Crater genannt, den hat man als ersten als solchen identifiziert. Der liegt hier in den USA in der Wüste in einem Sedimentgebiet, wo es keine Vulkane gibt. Und man hat um den Krater und in dem Krater ganz viele kleine Eisen-Nickel-Stücke, meteoritische Bruchstücke gefunden. Und so hat man dann geschlossen, das muss durch einen Einschlag gekommen sein, der hier vor langer Zeit, vor etwa 50.000 Jahren stattgefunden hat. Damals hat der Herr Beringer die Idee gehabt, Mensch, das ist wahrscheinlich wie eine Gewehrkugel, die man in den Sand schießt, die steckt da noch drin. Ich kaufe das ganze Gelände hier und mache dann Bohrungen und ich versuche diesen Brocken, den man so auf 50 Meter geschätzt hat, zu finden und dann dieses Material, speziell Nickel, zu gewinnen und zu verkaufen. Ja, wie wir vorhin gehört haben, verdampfte das meiste Material, kleine Bruchstücke sind hier noch liegen geblieben, aber es gibt keinen Körper, der hier im Boden steckt. Das wusste er damals nicht und hatte leider mit seiner Suche keinen Erfolg. Wenn jetzt Objekte noch größer sind, im Bereich mehrere hundert Meter, wenige Kilometer Durchmesser und dann in einen Ozean fallen, da hat man auch mal geschaut, was kann da passieren. Man hat festgestellt, würde jetzt ein, wie in dieser Bilderreihe, ein Objekt von etwa 1 Kilometer Durchmesser
in den Atlantik fallen, mit so einer typischen Geschwindigkeit 20 Kilometer pro Sekunde, würde er hier natürlich das Wasser erstmal verdrängen, sogar auch den Boden, den Ozeanboden erreichen und da so einen kleinen Kraterabdruck hinterlassen. Und die Welle, die bei diesem Einschlag entsteht, hier kann man das so erahnen, die erste Welle hier direkt beim Einschlag wird so hoch sein, wie der Ozean tief ist, also mehrere Kilometer. Das dämpft sich natürlich dann recht schnell ab. Die Welle wandert hier nach außen, trifft auch hier auf die Küste, hier jetzt mal gerechnet für die USA, die Ostküste, und würde dann sich im gesamten Atlantik ausbreiten. Da, wo die Küste getroffen wird, erst hier, später dann in den anderen Bereichen, würde die Welle, die sich schon abgeflacht hat, vielleicht einige 10 Meter hoch ist, an der Küste wieder aufschaukeln. Also die Energie, die vorher hier drin steckte, in dieser großen Wassersäule, die wird hier, wenn die Wassersäule kleiner wird, ist die natürlich noch vorhanden, aber die Ausschläge werden größer. Das heißt, diese Welle verstärkt sich wieder um einen Faktor 20 bis 30, je nach Küstengeometrie. Und das hat zur Folge, dass die Küste in dieser Modellrechnung hier überspült würde, hunderte Kilometer weit bis Washington inklusive. Hier hat man also dann festgestellt, dass Einschläge im Meer bei großen Objekten sogar noch gefährlicher sind, als wenn der jetzt direkt das Festland getroffen hätte. Den Kometen Shoemaker-Levy 9 hatte ich ja schon erwähnt. Der Komet wurde durch einen nahen Vorbeiflug am Jupiter in eine Umlaufbahn um diesen umgelenkt. Die Bruchstücke, die wir hier auf dem Bild sehen, umkreisten einmal den Jupiter. Das dauerte etwa ein Jahr. Und dann sind die der Reihe nach, im Abstand von ein paar Tagen, auf die Atmosphäre des Jupiters aufgetroffen. Jede dieser Explosionen, diese Feuerbälle, war größer als die Erde. Insgesamt wurde eine Energie von 300.000 Megatonnen TNT freigesetzt, 23 Millionen Hiroshima-Atombomben. Und jedes Fragment hätte auf der Erde eine größere Katastrophe hervorgerufen. Damals hatte man, oder davor hatte man auch gesagt, ja, Einschläge, das ist eine seltene Sache, das passiert ja so gut wie nie. Und hier hatte man gesehen, es kann passieren. Es kann irgendwann tatsächlich passieren, glücklicherweise hier bei Jupiter. Die Erde ist hier verschont geblieben. Und dass das nicht nur ein ganz seltener Ausnahmefall war, hat man dann gemerkt, als man immer wieder mal in den Jahren danach solche Staubflecken auf dem Jupiter beobachtet hat oder sogar einen Lichtblitz, wo also kleinere Objekte als damals auf den Jupiter getroffen sind. Also Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem, hat eine größere Schwerkraft dementsprechend und wenn Objekte darauf fallen, hier in der Bildsequenz nochmal zu sehen, werden die da zerrissen. Der Staub, der in denen drin ist, verteilt sich in der Atmosphäre und ist also noch teilweise wochenlang sichtbar. Also so selten sind solche großen Einschläge dann auch wieder nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr ist unsere Erde betroffen, wie häufig passiert sowas? Die Kernfrage müsste eigentlich sein, wann passiert wieder was? Dazu müssen wir diese Objekte beobachten und die Bahn vorausberechnen. Das ist also mit den Suchprogrammen, die anfangs erwähnt wurden, der Fall. Um zu sehen, wie häufig sowas passiert, da müssen wir dann tatsächlich Statistik machen, Hochrechnung. Und hier sehen wir in diesem Diagramm die Häufigkeit der Einschläge von wenig bis viel. Hier unten der Durchmesser von ein paar Metern bis hier Kilometer, Zehnerkilometer Bereich. Entsprechend auch die Helligkeit, die wir im Teleskop sehen. Und da drüben das Einschlagsintervall in Jahren, allerdings logarithmisch, hier alle paar Millionen Jahre mal und hier jährlich. Und wir sehen die kleinen Einschläge, wie in dem Diagramm vorhin, in der Atmosphäre von ein paar Metern Durchmesser. Das passiert also mehrfach im Jahr. Das Tunguska-Ereignis, das passiert vielleicht alle 1000 Jahre mal, so die Größenordnung. Und je größer die Objekte werden, umso seltener. Der KT-Impaktor, das ist der sogenannte Dinosaurierkiller, Kreide-Tertiär-Einschlag vor 65 Millionen Jahren. Der hat also einen Durchmesser von etwa 10 Kilometern gehabt, einen Krater geschlagen von 180 Kilometern Durchmesser. Sowas passiert vielleicht alle 30 Millionen Jahre. Wir sehen also, kleinere Objekte sind sehr häufig, große sind sehr selten und was für uns eher relevant ist, ist dieser Bereich hier dazwischen.
Der Anteil an Kometen an diesen Einschlägen, der ist schwer zu sagen, weil die meisten Kometen sich ja außerhalb des Sonnensystems in der Oortschen Wolke befinden oder im Anflug schon auf das innere Sonnensystem. Die werden aber erst ab Jupiter-Entfernung sichtbar, dann brauchen sie noch ungefähr 2 Jahre, je nach Bahn, bis zur Erde. Und alles, was weiter entfernt ist, können wir nicht sehen mit heutiger Technik, weil es einfach zu dunkel ist dort. Hochrechnungen zeigen, dass der Anteil an Kometen bei den Einschlägen um die 10% vermutlich ausmacht. 90% der Einschläge kommen also durch Asteroiden zustande. Hier nochmal ein Schema, was jetzt die Folgen sind von solchen Einschlägen in Abhängigkeit der Größe. Hier oben nochmal der Asteroidendurchmesser in Metern, hier mehrere Meter bis dann Kilometerbereich. Unten die Einschlagsenergie, die freigesetzt wird in Megatonnen TNT. Hier drüben das durchschnittliche Einschlagsintervall, also der Abstand zwischen zwei gleich großen Einschlägen, statistisch. Und hier drüben dann die vermutete Anzahl an Todesopfern pro Einschlag. Hier in grün ist nochmal eingezeichnet der Bereich, wo uns die Erdatmosphäre gut schützt. Kleine Objekte, die werden hier also geschluckt. Die Meteorite richten selten Schaden an und auch bis in den Bereich Chelyabinsk und vielleicht Tunguska passiert hier zum Glück nicht viel. Werden die Objekte größer hingegen, die Abstände seltener, da steigen allerdings dann doch die erwarteten Todesfallzahlen an. Es entstehen halt größere Krater, Material wird weit weggeschleudert. Je größer das wird, umso stärker sind die Folgen. Das ist also auch diese Kurve, das sind die erwarteten Todesfälle. Hier sehen wir in dem mittleren Bereich einen Anstieg, wenn Einschläge in den Ozean stattfinden und Tsunamis erzeugt werden. Und hier passiert im Bereich um einen Kilometer mit einem Faktor 2 Folgendes, dass plötzlich diese Todesfallzahlen springen in den Bereich der Milliarde, weil hier die Folgen des Einschlags global werden. Der Staub und Wasserdampf, der beim Einschlag erzeugt wird, eben das hundertfache Volumen des Asteroiden, der einschlägt selbst gleich mit vom Erdboden, das wird alles sehr, sehr hoch in die Atmosphäre gezogen, höher als bei Vulkanausbrüchen, sehr feines Material und das verteilt sich dann um die Erde, blockt das Sonnenlicht ab, die Temperaturen gehen runter, wir kriegen Missernten, Hungersnöte und das sind also auch nur die indirekten Folgen. Deswegen, auch wenn es selten passiert, können diese kilometergroßen und größeren Objekte eine große Gefahr für uns hier darstellen. Jetzt ist die Frage, können wir dagegen etwas unternehmen? Bei allen möglichen Naturkatastrophen können wir so gut wie nichts unternehmen. Bei Hochwasser kann man natürlich Vorsorge treffen, nicht in den gefährdeten Gebieten wohnen oder Dämme bauen. Bei Erdbeben kann man nichts machen, bei Vulkanausbrüchen auch nicht, jedenfalls mit heutiger Technik nicht. Wir könnten allerdings hiergegen etwas unternehmen. Und zwar gibt es 2 grundsätzliche Möglichkeiten. Wir können das Objekt, was im Anflug auf die Erde ist, zerstören, sodass kleinere Bruchstücke entstehen, die dann ungefährlich sind. Oder wir ändern die Bahn, sodass der Asteroid an der Erde vorbeifliegt, wie ein Fußballtorwart, der den Ball noch mit den Fingerspitzen weglenkt. Wenn wir uns jetzt diesem Thema der Zerstörung des Asteroiden widmen, da stellt man dann fest, dass man keine Garantie hat, dass ein Objekt, was vielleicht vorher 100 Meter groß war, plötzlich nur noch ganz kleine Trümmer macht. Es kann durchaus sein, dass da mehrere 20, 30 Meter Brocken noch dabei sind, die so ungefähr immer noch auf dieser Bahn Richtung Erde weiterfliegen und dann doch hier vielleicht sogar über ein größeres Gebiet Zerstörungen anrichten. Das ist also sehr schwierig zu machen, sehr schwierig auch einzuschätzen, ob man damit Erfolg haben wird. Also eher für kleine Objekte bis 100 Meter nur zu empfehlen. Die anderen Objekte, die müsste man aus der Bahn lenken. Wenn wir sehr lange Vorwarnzeiten haben, viele Jahre, und manchmal passiert es, dass die Asteroiden vorher mehrfach an der Erde vorbeifliegen und auch die Bahn genau bestimmt werden kann, dann reicht auch ein kleines Delta V, also V für Geschwindigkeit, ein kleiner Geschwindigkeitsunterschied, den man den Asteroiden geben muss, im Bereich von ein paar Zentimetern pro Sekunde, um sie an der Erde dann nach einigen Jahren vorbeifliegen zu lassen. Das Problem dabei ist die hohe Masse. Millionen von Tonnen Asteroidenmasse müssen bewegt werden. Das heißt, insgesamt brauchen wir sehr viel Energie, einen hohen Gesamtimpuls, um das zu machen.
Wenn wir jetzt nochmal von der Raumfahrttechnik uns das betrachten, was jetzt die Vorwarnzeit angeht, merken wir, dass das Ganze doch relativ schwierig wird. Für Satellitenmissionen brauchen wir typischerweise für die Planung, die Entwicklung, den Bau, Test und den Start einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren. Große Forschungsmissionen brauchen bestimmt 10 Jahre, kleine Satelliten 3, auch wenn die Technologie erprobt ist, wenn man Satelliten nachbaut, geht das natürlich recht schnell. Aber das ist ungefähr der Bereich, mit dem wir hier rechnen müssen. Dann nach dem Start muss das Raumschiff zum Asteroiden fliegen und eingesetzt werden. Das kann je nach Bahnkonstellation vielleicht ein paar Monate sein, bis zu 5 Jahren die Größenordnung. Danach, bei dem Einsatz des Asteroidenabwehrsystems, da müssten wir dann möglichst noch eine lange Driftphase haben, bis zum hoffentlichen Vorbeiflug dann des Objekts an der Erde. Ein Jahr bis 10 Jahre wäre hier sehr gut. Und wenn man das Ganze aufsummiert, kommen wir auf eine Vorwarnzeit, die wir brauchen, um erfolgreich so ein System einzusetzen, von 4,5 bis Jahrzehnten. So, das bedeutet, um tatsächlich hier was machen zu können, müssen wir die Vorwarnzeit erhöhen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir die Asteroiden beobachten, möglichst alle entdecken und die Bahn sehr genau bestimmen, sodass wir sagen können, der und der, die könnten gefährlich werden, alle anderen brauchen wir nicht weiter uns Sorgen machen. Aber diese Suche nach den Asteroiden ist sehr, sehr wichtig. Hier in dem Schema ist nochmal dargestellt, wie man sich so einen Abwehrsystemeinsatz vorstellen kann, um die Bahn zu ändern. Hier haben wir die Sonne mit der Erdbahn und hier ist die Asteroidenbahn. Der Asteroid wurde schon beobachtet. Wir wissen, dass er der Erde jetzt gefährlich wird, denn auf dieser durchgezogenen Linie würde er hier nochmal die Sonne umkreisen und dann mit der Erde zusammenstoßen. Damit das nicht passiert, ist ein Abwehrsystem hingebracht worden, was den Asteroiden in seiner Bahn etwas ändert. Das ist die gestrichelte Linie. Der Asteroid wandert also etwas weg von der Ursprungsbahn und fliegt schließlich an der Erde im sicheren Abstand vorbei. Das ist also die Theorie da hinten dran. Was für Systeme haben wir jetzt, um so eine Bahnänderung zu machen? Grundsätzlich könnte man sich denken, dass man ganz normale Raketenmotoren benutzt oder sogenannte Impaktoren, also quasi auf dem Asteroiden einen Einschlag macht mit einem Satelliten, der da einschlägt mit hoher Geschwindigkeit. Das Ganze verstärkt durch Nuklearexplosionen. Das Ganze langsam, wenn man viel Zeit hat, mit elektrischen Antrieben. Oder man könnte auch Sonnenlicht umlenken auf den Asteroiden, dort Material verdampfen und mit diesem Spiegeleffekt, mit dem Brennglaseffekt, dann eine Abwehr machen. Auch hier braucht man sehr viel Zeit. In der Zukunft gibt es auch nicht so viel mehr, was man absehen kann mit heutiger Technik, nukleare Antriebe und so weiter. Das bringt alles nicht sehr viel und das heißt, hiermit müssen wir Vorlieb nehmen. Es gibt noch so ein paar futuristische Ideen, Materie, Antimaterie, Antriebe und so weiter. Da kann man noch viel spekulieren, aber dafür ist es noch nicht so weit. Ja, wenn wir jetzt ein chemisches Antriebssystem oder auch ein elektrisches nehmen, das funktioniert dann ungefähr so. Die Raumsonde mit dem Abwehrsystem nähert sich dem Asteroiden, muss dort gebremst werden, langsam sich nähern, absetzen, nicht wie viele wegspringen, sondern tatsächlich landen und sich auch befestigen. Und dann, wenn der Schubvektor, also die Verbindung Düse durch den Schwerpunkt des Asteroiden, in die richtige Richtung zeigt, und das ändert sich ja dauernd durch die Rotation des Asteroiden, dann wird das Ganze gestartet im richtigen Moment und verbrennt innerhalb von wenigen Minuten bei chemischen Antrieben den Treibstoff. Schiebt den Asteroiden weg und hat so seine Bahn geändert. Elektrische Antriebe, da wird es schwieriger, die müssen also Monate und Jahre in Betrieb sein. Da war die Idee, dass man das Raumschiff quasi schweben lässt über dem Asteroiden. Der Schub ist sehr gering, die beiden ziehen sich an und das Antriebssystem schiebt das Gesamtsystem sozusagen langsam weg. Aber wie gesagt, Monate, vielleicht Jahre muss so ein System dann laufen und muss funktionieren und vor allem muss man die Zeit dafür haben. Mit Impaktoren funktioniert das so, dass man hier auf einem Kollisionskurs einen Satelliten auftreffen lässt auf den Asteroiden. Das ist wie beim Billard, man muss genau den richtigen Punkt treffen.
um die Bahn des Asteroiden in die gewünschte Richtung zu lenken. Dabei ist nicht nur der Impuls des einschlagenden Objektes ausschlaggebend, sondern man schleudert ja auch Material weg von der Oberfläche des Asteroiden. Auch das zählt in den Impuls rein. Und so hat man also dann eine Bahnänderung in eine gewisse Richtung. Das erste Mal probiert wurde das durch die Raumsonde Deep Impact. Die wurde 2005 gestartet und hat kurz später einen Impaktor, also einen kleinen Kupferblock mit ein paar Instrumenten dabei, abgeworfen. Das hier ist der Impaktor, das ist die gesamte Raumsonde. 370 Kilo schwer, der hat tatsächlich den Kometenkern getroffen, Material weggeschleudert. Und das war das Ziel der Mission, Material aufzuschleudern, um dieses zu untersuchen. Den Impuls, den man hier übertragen hat, den konnte man nicht messen, weil der Komet ja laufend Material verdampft, die Bahn sich immer ein bisschen ändert und das ist also quasi im Rauschen untergegangen. Man hat allerdings den Asteroiden getroffen, das war der Erfolg der Mission. Hier nochmal kurz zu sehen, das Ganze im Anflug. Einen Tag vorher wurde dann der Impaktor ausgelöst, flog weiter und traf den Kometenkern. Das Mutterschiff machte eine Kursänderung, flog dran vorbei, hat das Ganze beobachtet und die Daten zur Erde gesendet. Hier die Reihe der Aufnahmen, die das Mutterschiff gemacht hat, hier noch vor dem Einschlag, hier im ersten Moment. Man sieht dann, wie diese Staubwolke, die von der Sonne beleuchtet wird, das ist kein Feuerball, das ist nur eine Staubwolke mit Licht von der Sonne, sich ausbreitet. Hier sieht man sogar Schatten, also anscheinend ist die Oberfläche hier unregelmäßig, so eine Hügelkette, die hier dann Schatten wirft. Das Ganze dehnt sich immer mehr aus, wird immer größer, aber den eigentlichen Einschlagskrater konnte man leider nicht sehen, weil diese Staubwolke so hell war. Das hat nicht geklappt, aber für die Wissenschaftler war genau diese Staubwolke interessant und das hat also prima geklappt. Ja, die NASA will zusammen mit der ESA auch eine Mission durchführen, die AIDA-Mission. Da geht es darum, dass ein Einschlag auf ein Doppelsystem-Asteroiden erfolgen soll, also eine Sonde, genannt DART, die soll auf den kleineren Körper auftreffen, genannt Didymos, der andere große heißt Didymos der Große, der kleine heißt Didymorphos. Der Name ist jetzt vor kurzem erst vergeben worden. Man will also jetzt hier einen Schubs ausüben, einen Impuls übertragen auf den kleinen Körper. Der ist allerdings sehr schwach, der wird also nicht hier aus dem System herausgeschleudert, aber eben etwas beschleunigt. Die Bahn ändert sich und auch die Bahn des Großen wird sich dadurch etwas verändern. Das möchte man genau messen und von Europa soll die Raumsonde Hera mitfliegen und das Ganze dann beobachten und vermessen. Das ist also noch in Vorbereitung. Für 2022 ist der Start geplant, da muss man mal schauen, ob das auch so klappt. Ja, bei Nuklearexplosionen ist der Effekt ähnlich wie bei Impaktoren. Man kann das Objekt dann beschießen mit einer Atombombe, die in der Entfernung gezündet wird oder wie hier gelandet auf der Oberfläche oder mit einem Geschoss rein donnert ein paar Meter und dann gezündet wird. Der Effekt ist der gleiche, die Atombombe schleudert Material der Oberfläche weg und gibt dem Rest einen Schubimpuls. Hier ist allerdings das Problem, dass die Asteroiden wahrscheinlich auch schon durch viele Einschläge zerbrochen sind, zerbröselt, so fliegende Schutthaufen und dadurch eventuell zerstört werden können oder auch der Schlag, der Impuls dann quasi innen drin etwas sich verteilt, in Wärme gewandelt wird und gar nicht so effektiv ist wie gedacht. Da ist also noch viel zu untersuchen und ein Einsatz von Nuklearexplosionen ist momentan überhaupt nicht geplant. Ein Spiegelsystem wurde auch studiert. Wie gesagt, Licht wird durch einen Parabolspiegel gebündelt, sogar nochmal umgelenkt auf die Oberfläche des Asteroiden. Hier sind dann Temperaturen von über 2000 Grad. Das Gestein verdampft und macht einen kleinen, geringen Schub. Das heißt, das System muss hier auch längere Zeit arbeiten, monatelang. Und Modellrechnungen haben gezeigt, dass dieser Staub, der sich hier dann so in den Halbraum ausdehnt, wahrscheinlich innerhalb von Minuten die Spiegel schon beschlagen lässt, sodass die unbrauchbar sind.
Dann kann man sich natürlich denken, wir könnten da sowas zum Reinigen, Saubermachen vorsehen, irgendwie ja, mit Besen oder sonst irgendwas. Aber dann hat man wieder ein extrem komplexes System, was fehleranfällig ist. Und ob das für so ein schnelles Abwehrsystem geeignet ist, glaube ich eher nicht. Fazit zu den Abwehrsystemen. Derzeit werden die Impaktorsysteme bevorzugt. Man untersucht sie, sie sind nicht so komplex, man braucht keine Landung. Man braucht auch kein neuartiges Antriebssystem. Das, was wir haben, würde reichen. Die Impulsübertragung ist sehr schnell. Das heißt, man hat dann auch eine lange Driftphase. Die Technologie ist erprobt und die Entwicklungszeit ist relativ kurz. Ja, auf der politischen Ebene hat sich auch schon einiges getan. Anfang der 90er Jahre hat der US-Kongress die NASA aufgefordert, sich da zu engagieren. Man hat dann Konferenzen veranstaltet, Suchprogramme unterstützt. Der Europarat hat dann auch eine Resolution verabschiedet, man muss da was unternehmen. Die UNO ebenfalls. In England gab es von der Regierung im Jahr 2000 eine Taskforce, die sich da gekümmert hat. European Science Foundation hat Papers verabschiedet und so weiter. Die Reihe geht noch wesentlich weiter. Allerdings war damit nie direkt ein Budget verbunden. Also das war immer schwierig für die Wissenschaftler, hier was dann zu machen. Der Wille ist da, aber die Umsetzung hat bisher immer nur sehr schwach funktioniert. Das ist also tatsächlich etwas, was sich noch verbessern muss. Denn der nächste Einschlag ist jederzeit möglich. Die Statistik sagt in gewissen Zeitabständen für gewisse Größen. Aber die Realität sagt, das kann jederzeit passieren, ob klein oder groß. Wir haben in dem Bereich um einen Kilometer dann mit globalen Folgen zu rechnen. Milliarden Tote durch direkte und indirekte Folgen. Und wir sehen ja, dass wir immer mehr von Internet und so weiter abhängen. Wenn diese Infrastrukturen zerstört sind, haben wir große Probleme. Ja, die Eintrittswahrscheinlichkeit alle 500.000 Jahre mal so eine globale Katastrophe durch einen Einschlag klingt natürlich extrem niedrig. Wenn man allerdings jetzt mal rechnet, Durchschnittswert 80 Jahre Lebensdauer eines Menschen, dann liegt die Chance schon bei 1 zu 6.250, dass jemand das in seiner Lebenszeit miterlebt. Und das ist also auch schon selten. Und bei solchen Wahrscheinlichkeiten werden auch für andere Gefahren schon wesentlich früher Maßnahmen ergriffen. Also, was müssen wir tun? Die Suche ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt suchen. Anfangs hat man nur nach kilometergroßen Objekten geschaut, die also globale Folgen haben. Wichtig ist, dass man auch in den Bereich der kleinen Körper kommt mit 30 bis 100 Metern. Da müssen wir also auch die Objekte suchen. Hier hat man ungefähr um die 1000 Objekte entdeckt, fast komplette Vollständigkeit. Das ist bei den kleinen Objekten nicht der Fall. Hier werden also mehrere Millionen von Körpern vermutet und wir kennen nur wenige tausend. Bei der Beobachtung oder Nachbeobachtung, da können also auch Amateure interessanterweise gute Hilfe leisten. Bekannte Asteroiden oder frisch entdeckte werden dann beobachtet und die Bahn genau bestimmt. Das ist natürlich ganz wichtig, um vorherzusagen, wo diese Objekte in der Zukunft entlangfliegen. Und dann müssen wir auch uns mit der Abwehr beschäftigen. Wir müssen Planungen machen, Konzepte ausarbeiten. Das würde im Ernstfall dann auch Zeit sparen. Bisher gab es nur einige Studien und Versuche, so jetzt eben demnächst die AIDA-AIM- bzw. HERA-Mission. Und auch hier muss deutlich mehr noch gemacht werden. Zum Ende des Vortrags die Zusammenfassung. Die Vorhersage dieser Naturkatastrophen aus dem Weltraum ist möglich durch Beobachtung und Bahnbestimmung. Und das ist also etwas, was bisher noch zu wenig gemacht wird. Der Aufwand ist recht gering. Wir brauchen keine Riesenteleskope, wir brauchen nur mehrere, die gemeinsam beobachten. Und dann können wir dann im Bereich von 10 bis 20 Jahren auch die kleinen Objekte komplett erfassen. Der nächste Einschlag kann jederzeit passieren, ob klein oder groß, wir wissen es nicht. Trotzdem können wir tatsächlich etwas gegen diese Einschläge unternehmen. Das erste Mal, wenn man es so hochtrabend sagt, in der Entwicklungs- oder Evolutionsgeschichte der Erde haben jetzt Lebewesen die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, solche Einschläge zu vermeiden und die gesamte Biosphäre zu schützen. Wir müssen es nur umsetzen und machen. Dankeschön.